Durch die Corona-Krise gibt es immer mehr rassistische Übergriffe in Deutschland. Jeder Chinese, Spanier oder Italiener ist jetzt verdächtig. Wir Russen nehmen das mit Humor. Kennen Sie denn schon? Ein Russe, ein Chinese und ein Ami essen zusammen eine Fledermaus. Und wer kriegt am Ende kein Corona? Der Russe natürlich, weil er die Fledermaus mit Wodka flambiert. Seit Corona haben rassistische Übergriffe in Deutschland zugenommen. Kennen Sie auch einen Rassisten? Rassisten, eigentlich schon. Ja? Was sagen Sie denn so? Ja, dass die Ausländer uns das gebracht haben. Würden Sie jetzt zu Corona-Zeiten sich neben einem Chinesen im Bus setzen? Ich glaube nicht. Da wäre mir die Ansteckungsgefahr vielleicht zu groß gewesen. Gehen Sie jetzt zum Chinesen essen? Ja. Ja. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Werden Italiener zu Zeiten von Pandemie grundsätzlich zu einem Problem? Ja. Zum Beispiel in Italien und in Spanien hat sich Corona viel schneller verbreitet, weil sie sich ständig umarmen und küssen. Ja, ja, genau. Das müssen Sie mal weglassen. Wir küssen ja nicht hier. Und das ist ja im Ausland ist das ja sehr viel. Ne? Das heißt, die Südländer sind so ein bisschen ein Risikofaktor mit ihrer Kultur. Ja, genau. Das Schöne an Corona, man kann seinen Vorurteilen endlich freien Lauf lassen. Hamburger sind schnöselig, Kevins sind Asi und Frauen sind schuhgeil. Dabei stimmt das alles gar nicht. Ich hätte gerne die drei Paare. Danke. Wer ist ansteckender, ein Chinese mit Corona oder ein Italiener? Ich würde sagen, ein Chinese. Wem sieht man Corona schneller an? Ein Spanier oder ein Mitarbeiter der Fleischindustrie? Fleischindustrie. Die einen sagen, Chinesen waren das, die anderen sagen, die Amis. Wir Russen wissen, das waren die Hunde, weil man seitdem mit den Hunden viel spazieren geht. Kann auch sein, ja. Die Deutschen machen sich einfach viel zu viele Sorgen. Dabei hat schon Donald Trump, der große Mann in der Pandemiebekämpfung, gesagt, eine Desinfektion am Morgen vertreibt alle Corona-Sorgen. За здоровье. Здоровье. Und du? Bist du auch was? Die Hunde können auch Corona kriegen. Hast du schon gehört, mein Kleiner?